Spielern. Damit alle herzlich willkommen zu Park 5. Mars Dings da. Alter, wir sind gerade aufgetaucht und wurden mal extrem beschossen hier, ne? Ja, ja. Ja, kann man mal machen. Ist halt dann anders fresh. So. Ich gehe mal ganz kurz auf die Map und guck mal, wo wir eigentlich hin müssen. Aber wir sind da oben. Da hinten ist gleich ein Körperteil von Hark und dann geht es ja auch gleich damit in die Energiezelle, ne? Machen wir so rum. Okay. Arbeiten wir uns einfach mal von außen. Aber Hark ein Körperteil zu finden ist wichtig. Wow. Weltraumflügel, Weltraumflügel. Es liegt eine Menge Sexappeal in der Luft und Eifersucht. Eines meiner Körperteile muss in der Nähe sein, das ist ganz klar. Ach ja, man kann ja fliegen. Ganz vergessen. Was mache ich jetzt hier? Binde. So, kaputt machen, alles klar, das können wir ja. Oh, so ein bisschen noch da hinten. Zerstörung ist voll unser Ding, ne? Na, auf jeden Fall. Au. Oh, was? Was trifft mich denn? Bin gerade ein bisschen irritiert. Weshalb? Ach, nur Dinge, die mich erwischt haben. Und ich wollte nicht annähernd herausfinden, woher es kam. Ich habe nur mal wieder Schaden genommen und war etwas irritiert. So hoch wollte ich nicht. Oh, wie ich immer wieder versuche nachzuladen, ne? Oh. Sammle. Denk dran, nicht um den Sand drüber. Ups. Ja, ja. Sag ich und lauf über den Sand. Ja, ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. So, da oben ist noch eins, da gehe ich mal. Bin. Was? Ach, das war Hirk. Yeah! Ich hab was! So eine Kacke. Wo, 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 wo? Alter, leck mich doch am Arsch jetzt! Komm mal, jetzt! Ah! Jetzt, ich hab's! Puh, das war anstrengend. Der linke Fuß. Der linke Fuß. So, hier drüben ist gleich ein Forschungszentrum. Was haben wir da? Wir könnten aber... Da kommen wir mal so rum. Hier. Da geht's als nächstes. Nächstes hin. Hallo? Au! Au! Ach so, da oben! Ich schätze mal, so ein Mistviech hat mich auch vorhin schon beschossen und ich habe es nicht gerafft. Ja, ja, das war der. Nee. Oh, cool. Nee. Der vielleicht nicht, aber einer seiner Artgenossen, sagt man mal so. Yay. Yeah. Wie lange macht ihr? Bis um 10 vielleicht? Ja, könnte sein. Ja, so. Also, wir versuchen das durchzuspielen. Es fehlt nicht mehr viel. Meine Alien-Scheiße da unten. Das waren die, was explodieren. Nähern uns Arachniden-Forschungszentrum. Warnung, dieses Zentrum wurde überrannt. Ich erkenne eine hohe Arachniden-Präsenz und zahlreiche Nester. Aua. Sieht so aus,
als wäre die Weltraumkrabben ein bisschen sauer wegen den Experimenten, Ann. Hier muss eine Königin sein. Die schnappen wir uns. Ach, Königin easy. Ja. Guck mal, wie ich die Laser rauspumpe, Bro. Ich bin so beeindruckend. Denk an den Krabbensaft. Ist das schon mal bei mir ausgerüstet? Ja. Aua, was? Wow. Wirkt schon wieder ein bisschen tot. Oh, mir geht's doch nicht so gut, oder? Aber. Nein. Oh, ich hab die Wut rausgemacht. Was F für Takedown? Ich wollte ihn doch. Ach so. Bist du für ein hässlicher? Das war das Schönste seiner Art. Bam! Spu, was jeden interessieren würde, hast du jetzt endlich die Eisbonbons gekauft? Wir müssen die ekligen Nester zerstören, Alter! Huh. Bam! Nester? Ja. Piss dich! Warnung! Seismische Aktivität über Normalwert. Oh. Ach du Scheiße, heilige drei Königin! Bist du bescheuert? Wir können nicht gegen drei auf einmal kämpfen! Alter, das ist so gruselig! Wenn du die besoffenen Reißverschluss zuziehst. Ausweichmanöver, Amigo! Komm schon, Mann, wir müssen die platt machen! Alter! Au, au, au! Was? Schon wieder leer geschossen. Oh, ich muss hier weg! Oh, ich muss mich heilen! Wo heilt man sich denn nochmal? Hab schon. So, ich wollte eigentlich so eine Scheiß. So ein Ei verpassen, aber ich kam nicht weit genug ran. Jetzt hat sie jetzt abgekommen. Hey! Die bekämpfen sich gegenseitig, die Königin, ne? Ja. Neu. Ah, oh, daneben! Ah, ich habe keine Eier mehr. Aua! Mist dich. Boah. Hast du noch Eier? Ich glaube nicht. Ich habe alles Mögliche durchgeschaltet gerade, aber ich hab gar nichts. Komischerweise. Die erste ist gleich weg. Das ist gleich! Grandios! Eine erledigt! Zwei nicht ganz so krasse Königinnen übrig!
willkommen, Toni. Aber gut. Ah! Den Chat lesen und dabei rumfliegen ist nicht so cool. Ja, aber waren nicht die richtigen. Schade. War aber gut. Willkommen, Daddy. Hast du mir nach dem Stream noch so 5 Minuten Zeit? Ja, hab ich. Für dich doch immer. Geht es um du? Das Spiel ist etwas zu laut. Ich hab's jetzt mit beiden Königinnen zu tun hier. Ich komme. Ich war gerade abgelenkt. Okay, ich mache den Königenkampf und dann mache ich ein bisschen leiser die Musik hier. Oh, war das auf E? Was habe ich denn noch? Ich habe leider nichts mehr zu werfen. Ach, lass mich. Ich habe Riesenprobleme gerade. Wo bist du? Auf der Flucht. Cool. Was ist denn das da? Warte, was zum Lesen? Das brauche ich jetzt nicht. Oh, oh. Die nächste Königin ist tot. Boah. Shit, Alter. Mal kurz zu atmen. Wo ist die? Ah, das sind Eier. Ja, ich hole mir neue Eier. Nein. Yeah, Krabbensaft. Ich kann wieder werfen. Wo ist denn die Kuh? Wo kämpfst du denn mit ihr? Na, ist jetzt gleich weg. Mist. Ach, da. So, warte mal ganz kurz hier. Optionen. Ich mach mal ein bisschen runter hier. Audio. Naja, Master Lautstärke. Ich geh mal auf 77. Ich geh mal auf 60%. 63. So, besser. Hui, Alter. Das ging hier jetzt gerade gut ab hier, ne? Erstmal plündern. Na gut, den Krabbensaft hab ich wieder. Mir ist eingefallen, dass du diese Eier da, dass du die einsammeln kannst. Da vorne war so ein Nest davon. Okay, hier sind noch mehr. Na, hier ist noch was zu lesen. Ja, das habe ich gesehen. Ich dachte mal, aber ich lese es erst, wenn der Krabbensaft ja, da ist. Gut. Fehlt hier nicht nur ein Energiekern? War das nicht drei Matsch die Königin? Ach, da haben wir ihn. Ja. Dann lese ich mal kurz diesen Text hier. Viel besser, bitteschön. Boah, da geht's mit. Da will ich nicht hin. Huch, was ist denn das hier? Habe ich hier ein Easter Egg gefunden? Hast du das hier schon gesehen? Was denn? Diese komischen Hologramme. Wo bist du? Ich bin da, wo es das zum Lesen gibt. Da oben, okay. Ach, da, ja. Was auch immer das da ist. Hologramme, ja, die habe ich. Ja. auch gesehen. Eine tödliche Schwachstelle, ich hab's. Die Archeniden haben wirklich eine Schwachstelle. Ein Stück ungeschütztes Fleisch ist auf ihrem Rücken, durch das ihr Nervensystem angreifen kann. Aber um das zu schaffen, muss man schon sehr guter Schütze sein. Die Biester sind schnell, mir verlieren viel zu viel Bots. Vielleicht werde ich selbst daran rausgehen. Ja. Ah. Finger wegfällt, sehr schön. Ich guck mal kurz das hier an, was das denn das hier ist. Ne? Okay. Gab ein Weltraumpflaster. Ah, da liegt noch eine. Ah, Weltraumpflaster. Huihu. Ach, hier liegt noch was zu lesen. Ich oben an der Oberfläche. Jo.
hab hier nur... Ja, hier. Jede Menge Texte hier. Ja, hier drüben Seiten. Auch. Die Anarchiden werden mit jedem Tag aggressiver. Sie zerstören alles, was wir aufgebaut haben. Die Biester müssen doch die Schwachstellen haben. Irgendwas. Ich muss sie studieren, ihre Körper und ihren Geist. Lebendig oder tot. Ich seziere sie. Ich foltere sie. Ich mache Tests und Experimente mit ihnen. Bis ich hab, was ich brauche. Oder beim Versuch sterbe. Na dann. So, hast du noch irgendwas gefunden? Oder war das? Ja, bin zu mir. Warte mal, da ist, wird mir noch was angezeigt hier. 27 Meter, 5 Metern. Hä? Ist das hier drinnen? Ah, ich kann die Forschungsstation hier anmachen. Ich aktiviere mal kurz den Riegel hier, so. Jetzt komme ich zu dir. Yeah! Arachidenforschungszentrum hergestellt. Warum? Yep. Oh, nochmal, Alter, ja, alles voll mit Texten. Das hat sich total gut angefühlt, Mann, wie mein erster Platz bei Jugendforscht. Du hast mal den ersten Platz bei Jugendforscht gemacht. Womit denn das? Hast du jemals von etwas namens unsichtbare Tinte gehört, mein Bester? Das ist schon tausendmal gemacht worden. Wie hast du damit gewonnen? Wir waren zu zweit und der andere Typ ist nicht aufgekreuzt, Alter. Erster Platz ist erster Platz. Egal, wie man's dreht, Mann. Alle Versuche, die Anarchiden zu steuern, als Waffe zu nutzen, sind fehlgeschlagen. Ihre Widerstandskraft ist beeindruckend. Ihre Intelligenz erstaunlich. Es ist viel gefährlicher, diesen Weg weiter zu verfolgen. Dann verfolge ihn nicht. So. Krabbensaft im 3D-Drucker freigeschalten. Sehr gut. So. Yeah, Klatschnixen gibt's hier auch um die Ecke. Na dann holen wir uns noch ein Körperteil. Und danach fehlen wir mal wieder um die Wette. Ich habe hier schon meinen Controller. Den kann ich ja dann gleich mal anmachen. Indem man wird gekämpft. Ach, die Bots. Ja, lass mich ruhig. Wir müssen da rüber. Das ist so ein Körperteil. Körperteil. Falsche Waffe. Oh, Alter. I'll believe I can fly. Ups. Aua. War nicht so cool. Oh, Entschuldigung. Dum, dum, dum. Hey, du Kugel, bleib da. Wir müssen in der Nähe von einem meiner Körperteile sein. Ja, hier muss irgendwo sein. Was hier unten drin? Das ist doch eine Falle. Scheiße, das ist sowas von eine Falle. Höchst kleiner Finger. Yeah. Hey, sieh mal, dein kleiner Finger. Scheiße, Mann, danke. Den brauche ich für feine Anlässe. Okay. Klatschnixen.
Sind Sie bereit? Ich nicht. Ich auch nicht, also los. Der Controller schon mal angemacht. Miss! Also gut, ich starte mal. Jupp. Controller ist an. Das kann ja nur schief gehen. 24. Dezember 1976. Zu Ehren des 1976. Geburtstages von Jesus Christus verbreitete Knatsch Nixon Festtagsstimmung. Er war ein Stuntman mit der gottgleichen Fähigkeit, das vergangene, gegenwärtige und zukünftige Weihnachten gleichzeitig erleben zu können. Was? Und so betrank er sich mit selbstgebranntem marsianischen Alkohol und reiste mit tollkühner Geschwindigkeit. Für gewöhnlich führte er diesen Stunt nach einer Weihnachtsfeier durch, die er nach unanständigen Bemerkungen über die Gastgeberin hatte verlassen müssen. Doch Klatsch ließ sich auch durch das Fehlen eines Automobils nicht davon abhalten, den Außerirdischen ihr erstes Weihnachtswunder zu bescheren. Der Stunt, der Geist der Weihnacht, wird jedes Jahr von Tausenden versucht. Doch niemandem ist er bislang geglückt. Na dann, Geist der Weihnachten ist ja auch bald, ne? Ja. Ja. Oh Gott. Weihnachtsmarkt hat auf seit heute. Ja. Oh Gott! Was? Nein, nein! Nein! Ich bin voll vorbei geflogen! Enge Kurve! Hast du da. Ich hab die Kurve nicht mal ansatzweise gekriegt. Ja, ich bin gegen den Fels geklatscht. Du bist. Rechts musste ich lang, du musst links geflogen und ich genau in der Mitte gegen den Felsen. What the fuck? Oh Gott. Was für eine meisterhafte Vorstellung. Jo, ich hab. Aber zu tief. Ah, oh, verdammt. Guten Tag, ich bin direkt hinter dir gelandet. Ich war auch zu tief, ich. Oh, Alter. Das wird spaßig hier, wie jeden Klatschnixen. Alle, die zuschauen, viel Spaß. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Wahrscheinlich nur Spu und Luke. Und das Spu ist wieder weg und kommt erst in Zähne wieder. Okay, den haben wir verpasst. Ich bin schon wieder zu tief. Das gibt's doch nicht. Ich bin nicht geflogen. Also wenn man am Anfang nicht springt, dann reicht es nicht. Vielleicht ein bisschen hochfliegen, dass man höher, aber kann auch nicht sein, oder? So ein bisschen schweben, dass man noch höher ist, bevor man loslegt. Ja. Weiß. So, ich bin mal ein bisschen höher gestartet hier. Ja. Okay, dann. Aber. Alter. Ich bin schon wieder sehr tief. Ups, ich bin gegen den Felsen geklatscht, weil ich zu hoch war. Also, das geht mit dem Hochfliegen, dann. Aber. Verlierst halt auch ein bisschen Zeit hier. Mhm. Aber ich bin nicht so ein guter Pilot. Ich gebe das mal ganz ehrlich zu. Hier, dieses. Durch diese Canyon durchfliegen ist nicht so meins. Ich befürchte, ich wüsste auch nicht, wo ich sonst hinfliegen soll. Boah, ich probier mal was ziemlich krasses. Oh.
Geht das? Wuhu! Scheiße! Ich habe versucht zu bescheißen. Das geht zwar wunderbar, aber dadurch, dass man... Mhm. Dann fehlen halt die Punkte. Wenn du die Kurve nicht schaffst, dann... Wenn du ein bisschen höher fliegst gleich am Anfang, kannst du geradeaus nachher wunderbar durch diesen Tunnel durchfliegen. Okay. Aber bringt halt nichts, wenn die Zeit abläuft dazwischen drin. Ah, das gibt's doch nicht. Hm? Felsen? Ja, zu tief und Felsen. Ja. Also und Wand. Den hast du nicht. Bin ich tief. Ja, das ist sie, das ist. Oh, komm, komm, komm. Oh nein, das war's, Felsen. Nein. Alter. Da, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Also, ich habe keine Ahnung. Kann man irgendwie. Sehr, sehr steile Kurven fliegen mit einem Spezialgriff oder Taste? Hm. Ich meine, diese Abkürzung ist ganz gut, da komme ich gut voran, aber... Ich weiß gar nicht, wie du das immer machst, du... Du schaffst diese ganzen Dinger immer ohne Probleme. Oh, jetzt. Wieder eng. Ah, nee, die Kurve ist zu eng. Okay. Ja, ja, aber. Ich könnte rechts dran vorbeifliegen. Das heißt, du müsstest nur in der Luft bleiben und ich krieg dann die anderen wieder rein. Ich kürze da ab. Okay. Dann versuche ich nicht die Kurve zu kriegen, sondern flieg links vorbei. Ja, und ich fliege, ich habe gerade einen anderen Weg gefunden. Das könnte lang von, wenn du die anderen einkriegst, dann mache ich den Rest dann. Mei, okay. Scheißen hier. Okay, das dürfte... Oh Gott. Ich krieg's! Abi! Was? Ah, oh, scheiße! Ja, bei mir ging jetzt nichts mehr. Da war ein Felsen im Weg. Okay. Aber ich kann den Rest hier einholen. Ich denke mal, dass da auch gleich das Ziel kommen wird. Aber du musst halt irgendwie noch in der Luft bleiben. Tja. Ja. Was für eine meisterhafte Vorstellung. Boah, ich... Okay. Jetzt ziemlich tief. Jetzt runter. Musst du bloß oben bleiben. Jetzt musst du bloß oben bleiben. Keine Chance. Du hättest auch keinen mehr einfangen müssen, also. Nee, hab ich jetzt auch nicht. Ich bin ja. Dran vorbei, aber da war wieder so eine blöde kleine Felsklippe. Ja. Wo ich nicht ausweichen konnte. Kein Problem, kriegt man sicher hin weiter. Ich krieg den Rest dann auf jeden Fall.
Okay, mach mal. Oh ne, 5. Scheiße, einen musst du noch. Oh, ja. Oh, fuck. Was? Oh, komm. Einer hat noch gefehlt. Die Zeit ist genau abgelaufen, als ich durchgeflogen bin. Ah. Scheiße. Ah, Spook guckt dazu. Ah, ich will doch nur bescheißen, auf ehrliche Art und Weise. Also im Hauptspiel, die Dinger haben ja noch Spaß gemacht, aber das ist richtig Arbeit hier. Na, auch die im Hauptspiel, also gerade die Fliegdinger waren nie meine. Die mit dem Auto, die waren lustig, aber... Oh, 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 ich bin verdammt tief. Oh nein, jetzt bin ich's, oder? Na. Ja, ich konnte nicht mehr. Bei mir ging's jetzt. Juhu! Ja. Diesmal kam ich auch nicht so ganz gut voran. Letztes Mal war ich schneller als du sogar. Also, das ist so scheiße. Ich sehe die Dinger, die anderen zum Einsammeln. Vor allen Dingen kosten die Dinger Zeit. Bin ich gerade gegen dich gestoßen. Oh. Okay, jetzt langt's. Einfach in der Luft bleiben. Den Rest mache ich. Da ist das Ziel. Ah, oh, das ist Ziel. Nee. Nein! Die Kurve auch hier hinten, wo ich jetzt rumfliege, ist so eng. Ich glaube, wir müssen einfach beide nach rechts. Ich glaube, links ist es. Ja, aber ich schaff das nicht. Ich komme nicht nach rechts, wenn ich da unten noch die Ringe mitnehme. Nee, dann lass mal die Ringe. Versuchen es mal ohne diese Ringe da hinten. Ich glaube, es könnte lang. Mach nochmal, wie du jetzt geflogen bist. Ich versuch's nochmal. Okay. Was für eine meisterhafte Vorstellung. Nee. Du musst die Kurve genau kriegen. Ja, die Kurve da ist schlimm. Die habe ich ja nicht einmal hinbekommen. Werden mehr Zuschauer, umso länger wir das hier machen. Sitzen an, da habe ich auch nie geschafft. Das geht gar nicht. Alter. Zum Glück ist die Musik nicht nervig, ne? Nein, nein. Ah, den habe ich verpasst, ist okay. Hey, doch auf! Ah, du Schwa... Das war ich. Ich wollte den Ring und der ist nicht schnell genug aufgetaucht und dann bin ich falsch geflogen. Es hat von der Zeit so bestens gelangt hier. Mann, oh. Okay, den habe ich verpasst. Kacke. Gut, ist gut, den hol ich. Okay, ich krieg's hin. Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Flieg durch! Ja! Mit ehrlichem Beschiss! Ich war auch fast da. Ja. Du bist direkt vor mir durchgeflogen. Ich mag ehrlichen Beschiss. So, Controller weglegen. Falsche Taste gedrückt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier drüben gibt's welche. Komm, direkt Flieger. Ja. Warte mal, hier drüben
Haben wir noch einen Körperteil, da ist gleich wieder Energiezelle, Energiezelle. Ich hab's mal markiert. Ein bisschen die Richtung da. Da oben liegt wohl die Energiezelle. Ja, wenn sonst nichts ist, ne? Mit Maus kann man übrigens nicht fliegen. Da fällt man wie ein Stein. Ohne Witz, du hast keinen Auftrieb. Du ziehst immer nach unten. Ich weiß nicht warum. Oh, der Stein ist unter mir aufgeploppt. Schöner Stein.